Hallo, herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 19 Karriere mit dem Kasse. Und willkommen zum Finale am 8. Juli, am 18. Juli 2018 im European International Cup. Ja, wir starten gleich durch. Ich freue mich schon riesig auf das Finale. Unser erster Titel vielleicht. Ja, außerdem X und Kreis zusammengedrückt, anscheinend. Kreis müssen eher. Ja, das bleibt so, das bleibt auch so. Ja, die Mannschaft bleibt im Großen und Ganzen auch so. Bis auf den guten Herrn Richter, da oben im rechten Mittelfeld. Ne, haben wir neu gekauft in der letzten Folge. Könnt ihr ja nochmal reingucken. Wollte ich eigentlich nicht mehr kaufen, aber es hat sich gerade angeboten, dass. Deshalb haben wir es auch gleich gemacht. Ne? Für 1,3 Millionen haben wir den gekauft. Von Augsburg. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den kriegen, aber na gut. Jo, Schauer gibt es. Impact Prinz, also im PSG-Stadion. Nice, nice. Ja, wie gesagt, lass mal alles so. Auf geht's. Freue mich schon riesig hier. Geilo Mato, geilo Mato. Jo. Ja, passt schon, passt schon. Und dann starten wir auch gleich los hier. Sauber, sauber. Los, auf geht's hier. Ach, es war ja da, wo der Mittelfeldspieler so ziemlich schnell war. Ja. Der da unten, der linke Mittelfeldspieler. Na gut, jetzt wissen wir es mal. Müssen wir halt ein bisschen defensiver auch da drauf achten. Natürlich blöd, weil Thiele jetzt eigentlich der Außenverteidiger ist, der mit nach vorne geht immer. Ah, na gut. Kriegen wir alles hin. Und geh mal durch. Schlau. Okay. Nee, nee, nee. So, da ist ja auch schon der neue. Oh! Ja, fühlt sich ganz gut ein. Na, ja, passiert. Sein Ernst. Damit will er uns überraschen. Brauchen wir so ein paar Minuten reinzukommen. Ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe, in den paar Minuten fällt kein Tor für die. Aber so ist es noch nicht. Die sind doch ganz schön offensiv. Ich war vielleicht doch geirrt. In der letzten Folge hatte ich nicht gesagt, eigentlich, dass es meiner Meinung nach die schlechteste Mannschaft von allen wäre. Entweder habe ich mich da geirrt, jetzt mit der Mannschaft. Oder ist halt Finale, nicht? Da küssen wir halt noch ein bisschen mehr. Aber abkochen lassen braucht ihr euch hier nicht jetzt. Wäre echt schön, wenn ihr auch mal in die Zeit geht. So, gehen wir. Ist ja eigentlich schnell. Ja, ist gut. Ne, so nicht. Ach, das reicht hier fast den Knüppel ab, ey. Vom Controller. Ah, ich bin ein bisschen leiser jetzt hier gerade. Halt ein bisschen mehr konzentriert hier, ne? Als normalerweise. Ja, letztes Spiel war ich auch ein bisschen überheblich teilweise. Das hätte auch teilweise ins Auge gehen können, was da los war.
Aber na gut. Ist ja alles gut gegangen. Wir haben einen Torschuss gehabt, ein Tor gemacht. Die Null stand, also von daher. Ah, jetzt habe ich gespoilert, ne? Na, Pech. Könnt ihr euch kurz mal angucken. Das Tor war schön. Ich weiß nicht, aber unten gefällt mir das hier noch nicht. Oh, ganz. Da ist teilweise auch nichts im Mittelfeld los, ne? Ach, jetzt sind sie mal da hinten. Ja, gut, okay. Mit 5. Gucken wir doch den mal. Komm mal hier rein. Nee, so nicht. Oh, unten Transfer war bestätigt. Naja, gut. Könnte unser gewesen sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Hier ist wirklich sehr offensiv, ne? Vielleicht sollte ich den in diesem Spiel mal zurückrufen. Das könnte sonst ins Auge gehen. Oh ja, ach. Lorenz, ne? Da weiß ich nicht, ob er der Stammspieler wird da, aber... Bis jetzt hat er mich noch nicht so überzeugt. Der Pass war schön. Aua! Nochmal ein schönes Zusammenspiel. Und da ist das 1:0 für den KC. Und der Uli hat getroffen wieder. An den Wink. Junge, wenn ich den nicht hätte, ne? Sein viertes Saisontor, wollte ich jetzt sagen, sein viertes Turniertor. Ich glaube, damit ist er auch Spitzenwald, ne? Schön gesehen. Eigentlich der Kopf war total in die Mitte, ne, vom Tor. Aber nee, gut. Dafür mit Wucht. Oh je. Ich glaube, der war überfordert, der Torwart. Nehme ich mit rechter Hand und mit der linken Hand und mit dem Kopf? Keine Ahnung. Juti. 1:0. Sehr, sehr gut. Ich habe mir vorgenommen, ne? Wenn wir jetzt in der Liga genauso gut überzeugen, wie jetzt momentan in dem Turnier. Oh, kann ich jetzt. Das ist schon da. Oh Gott. Ja, da kannst du dich aber zurecht ärgern. Naja, gut, ich würde sagen, wenn wir in der Liga genauso überzeugen wie hier, also das Ziel vom Vorstand ist, dass wir Ligameister werden. Ja, ist auch mein Ziel. Also mindestens Aufstieg. Aber ich würde schon gerne Meister werden. Ja, okay. Und sollten wir es schaffen, vorzeitig Meister zu werden, ja, werde ich die letzten Spiele, wo es eigentlich im ganzen geht, auf Legende spielen. Oder was ist das danach? Legende? Nach Weltpresse? Ich glaube, Legende war es, ne? Ja, das machen wir. Das habe ich mir vorgenommen. Aber erstmal müssen wir die Saison überstehen. Gut reinkommen in die Saison. Ich muss halt defensiv noch ein bisschen besser werden. Auch wenn wir nur ein Gegentor jetzt in den ganzen Turnier haben. Teilweise gefällt mir meine Abwehrarbeit da hinten nicht so wirklich. Oh, zu spät. Naja. Habe ich gleich gesehen. Das hört sich jetzt ein bisschen kacke an, weil wir, wie gesagt, nur ein Gegentor haben, aber... Stürmer entscheiden Spiele. Die Abwehr entscheidet Typen. Ne? Damals so ein altes Sprichwort. Und das ist auch gar nicht so verkehrt. Aber es wird ja jetzt schon. Ich kann euch gleich sagen, meistens, nachdem ich das Turnier hier gespielt habe und das erste Ligaspiel spiele, verkacke ich da meistens das Spiel. Oha. Ah, das war so dumm. Siehst du, das meine ich nämlich.
Teilweise stelle ich mich ein bisschen dämlich da hinten an. Aber auch schön reingezimmert. Keine Chance für Opfer. Kann man schon so machen. Manchmal auch. Ja, ich drücke nach oben etwas nach unten. So, jetzt werden wir die aber hier nicht ein bisschen motivieren hier, sondern gleich mal. Ja, genau. Und das meine ich, das so ein Riesenloch, ne? Wie gesagt, ich habe bis vor kurzem eigentlich immer 4-5-1 gespielt. Offensiv natürlich. Das sind 5 Mittelfeldspieler, das ist schon geil, ne? Aber 4-3-3 offensiv ist auch zu viel. Aber ich lasse die Aufstellung auf jeden Fall so, weil wir sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus mit der Aufstellung. Danke. Okay. Nein! Nein! Ich war zu überhastet gerade. Beziehungsweise dachte ich, dass er locker ankommt. Es tut mir leid, aber irgendwie, ich werde mit den Jungen nicht warm hier. Was? Fink ist verletzt? Ja. Ja, das passt schon. Ja. Niemals. Angeschlagen höchstens. Was habt ihr denn? Das kann man ja auch nicht. Und wie ich auch schon im letzten Spiel gesagt, ich möchte. Er macht den Zweikampf. Ich drücke ihn nicht nochmal Zweikampf. Nein, er macht den Zweikampf, gewinnt den Ball und schießt ihn weg. Obwohl ich nur einmal Zweikampf gedrückt habe. Hä? What the fuck? Alter Leute, könnt ihr noch nicht so allein lassen da? Ich muss die anderen auch nochmal ausmachen, sehe ich gerade. Natürlich! Ball gespielt und er sagt Vorteil. Also Foul. Klatsch ihn weg, ey. Diesen Volleyballer. So, jetzt lauf mal. Oh, er hat die Nummer 13. Ha. Nee, 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 nee. Lass mal schön deinen Arm oben, unten, das riecht eh. Ja, auch ganz schön langsam werden. Auch kaputt. Wäre mal schön, wenn der Ball jetzt nicht ausgehen würde. Könnt ihr mir da mal ein bisschen helfen? Hallo. Die hören mich. Ja, nee, nee. Ganz so leicht mache ich es euch nicht. Oh, super gesehen. Ein bisschen zu weit. Oder ein bisschen zu langsam. Wie auch immer. So, aus, 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 aus. Pfui. Oh ja. Da müssen die anderen auch mal runter vom Feld. Nein. Da. Zack. Gönne ich ihnen das? Fink geht's ja wieder gut im Prinzip. Ich lasse das erstmal so. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine Verlängerung. Wie optimistisch, ey.
Ich denke mal, es geht in die Verlängerung. Das ist das, was ich gar nicht wollte. Dann lieber verlieren, ganz ehrlich. Nein, so nun auch wieder nicht, aber. Aua! Aua! Und was war das denn bitte schon? Ja. Reden wir nicht weiter drüber, einfach weiterspielen. Ihr macht jetzt auch nichts mehr, oder? Punkt reicht euch. Im Finale. Nein, nee. Ist klar. Oh, da dribbelt er sich aber schön durch. Das kann nicht wahr sein. Also mehr erzielen kann ich nicht. Es tut mir ja leid. Aber, ey, das ist ja Katastrophe gewesen gerade. Ich brauche unbedingt noch ein paar Spieler. Also ZM definitiv nicht. Oh. Also, ah, so schön gespielt und dann so was rausgekommen. Oh, da muss er abbremsen. Da war er schneller als dabei. Das gibt's doch nicht. Unglaublich, ey, Leute. Die Torte geht raus. Ach nee, kommt rein. Die Pforte. Ja, was denn? Pforte? Pforte? Nein, Pforte heißt nicht. Nicht Spaß. Kommt da mit einer Faust rum? Hätte der Kommentator gesagt, jetzt wahrscheinlich. Ach, nee. Erstmal ganz kurz nach hinten. So unüberlegt, was ich da manchmal mache. Ach nö, ey. Der kann nicht mehr, deswegen ist er hingefallen. Jiri. Mann, ich will keine Verlängerung. Alter, was war das denn für ein Kopf? Ich krieg eine Krise! Ich krieg eine Krise. Ja, genau. 200-300%ige jetzt in den letzten 10 Minuten oder so. Ich weiß es nicht. Ihr wollt mich doch gerade verarschen, ey. Ganz nochmal nach links unten gedrückt, dass er da hinschießt, ne? Er schießt zur Eckfahne. Naja, nicht ganz so schlimm, aber. Ist jetzt die Frage. Ach nö, ne? Ach nö. Es geht gleich ins Elfmeterschießen. Oh Mann. Alter! Das war aber Glück, ne? Ich sag ja, Elfmeterschießen kann ich nicht so gut, also. Seid mir nicht böse. Aber halten kann ich ihn wahrscheinlich. Okay, 2-1 für uns. Ne, 2-0 schon. Ne, halt offen. Oh, der geht dann in. Oh, Posten. Das war kaputt von mir. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert, da das war. Aber, Opop ist da! Der Elverkönig! Genau das hat mich gerade irritiert. Ne? Ein so schlecht, Alter. Aber ich hasse Elfmeterschießen überall. Gut, dass ich Opfer habe. Das ist der letzte, ja, das ist der letzte.
Gott sei Dank. Oh, Richter, unser Neuzugang macht den entscheidenden Elfmeter rein, sehe ich gerade. Ja, Freunde. Opphoff und Richter, die Pokalhelden. Alter. Aber wenn wir jetzt auch verloren hätten, wären wir auch egal gewesen, ganz ehrlich. Aber ja, wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen. Junge. Sieht aus wie nach der Pool. Ah, herrlich, herrlich. Ja, Freunde, unser erster Titel. Da ist er. Ja, okay. Unser Held darf den Pfeil in die Höhe stellen. Danke an euch Fans da draußen, dass ihr so zahlreich nach Frankreich gekommen seid, nach Paris. Ein bisschen emotional werden hier. Da ist das Ding, da ist das Ding, da ist das Ding. Ach, herrlich, herrlich. Sieht ein bisschen aus wie Champions League, ne? Ja, ja, ist halt so weit. Na, mal gucken. Ja, hat mich gefreut. 3-1 im Elfmeterschießen. Grottenschlechtes Elfmeterschießen. Aber egal, wir haben es gepackt. Oh, herrlich. So. Dann gucken wir noch, was wir an Geld gekriegt haben. Nochmal 1 Million Transferbudget. Das freut mich sehr. Jo, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, gucken wir mal im nächsten Video, was wir uns noch kaufen werden, ne? Ich sehe gerade, ja, das mit dem Strohengel, da stand Dong Weng da, oder was das da ist. Das ist ja ein chinesischer Verein. Podolski spielt ja in einem japanischen Verein, ja, habe ich nicht dran gedacht, aber genau. Aber irgendjemand Bekanntes spielt doch da bei dem Verein. Oder kam da Witze her? Oder von Dortmund jetzt? Ah, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Was interessiert mich das? Wir haben den ersten Pokal in der Hand. Im nächsten Video zeige ich euch, wen wir uns vielleicht noch holen werden. Oder ob wir uns noch einholen werden. Oh, ich denke mal schon. Was haben wir denn noch an Geld? Schauen wir mal. Bitte. Also bis dann. Ciao.